War mir klar, dass das eine sichere Nummer ist. War klar, also eine Übereinstimmung. Nach unzähligen Anfragen, ob wir nicht auch mal eine Fortuna-Edition des berühmten Zimmerduells spielen können, sitzen wir heute hier in Bad Leonfelden mit Hoffi in Grau und Zimbo in Rot. Sollte die Antwort Zimbo lauten, dreht ihr bitte die rote Seite mit dem Fortuna-Logo nach vorne. Weiß ist dann die Antwort für den Kollegen Hoffmann. Einfach wir starten. Mal. Wer grätscht mehr? Warte. Weil, ey, Bruder, hör auf jetzt. Ich habe die Farben nur verwechselt. Bruder. Punkt für euch. Ja. Wer schläft eher im Mannschaftsbus ein? Hast du dich schon entschieden? Ja, klar, Bruder. Ey, gibt nur eine Lösung. Was ich finde. Das ist der zweite Punkt. Jetzt geht's an die Bookies. Oh. Wer drückt mehr im Kraftraum? Easy. Warte, ich bin easy, ne? Easy, ja, klar. Das ist schon der dritte Punkt. Antwort Zimbo. Wer spielt eher einen Fehlpass? Boah, das bin ich mal. Ah, der erste Fehler. Wie, ey? Wer schießt die besseren Elfmeter? Boah. Ah, wieder richtig. Sehr gut. Boah, ja, schon hatte. Wer flucht mehr auf dem Platz? Ist das schon eine Antwort, Hoffi, oder überlegst du das? Das ist eine Antwort, ja. Dann ist es leider keine Übereinstimmung. Nee, ist noch keine Antwort. Das können wir leider nicht gelten. Nee, mein Gott. Wer verschleißt mehr Fußballschuhe pro Saison? Oder weißt du selber, ne, wie das bei dir da aussieht? Ja, weiß wohl. Das ist auch korrekt. Deswegen habe ich auch gemacht, dass ich das bin. Läuft richtig gut. Richtige Antwort. Wer hat mehr Bundesliga-Minuten? Zimbo oder Hoffi? Keine Übereinstimmung. Ah. Kollege Zimmermann hat aber recht. Ah. Ich hab mehr, oder? Wer hat mehr Strafen zahlen müssen? Wie meinst du das? Strafkatalog, oder? Mehr Strafen. Mannschaftskasse plus Vereinsstrafen. Ich weiß noch. Warte. Keine Übereinstimmung. Ich oder was? Aber wir gleich eigentlich, oder? Ich hab keine Ahnung. Beide Null, ne? Ja. Wie was zahlen ist. Ja, ich auch nicht. Wer braucht länger beim Umziehen in der Kabine? War mir klar, dass das eine sichere Nummer ist. War klar. Also eine Übereinstimmung. So, auch die nächste Frage könnte eindeutig werden. Wer ist der Partylöwe? Ja. Das ging schnell. Der nächste. Wer liegt länger in der Sonne? Das ist eindeutig. Was ist das für eine Frage? Das ist wieder sehr eindeutig. Aber musst du überhaupt lange in die Sonne zippen? Bei dir reicht doch auch wenig Sonne, oder? Ja, aber ich liege gerne lange. So, jetzt die Frage, ob ihr das überhaupt selber beherrscht. Wer ist der bessere Koch? Ich weiß nicht, ob ich... Oder du kochst doch mehr, oder? Ja. Das ist eine Übereinstimmung mit einem kleinen Flunkern, sagen wir mal. Ja, gehört dazu. So. Wer von euch beiden verbringt mehr Zeit am Handy? Also ich stehe nicht zur Wahl. Boah, YouTube, weißt du, das Streams. Ja, Bruder, du bist auch mal hier dran. Oh. Korrekt, Übereinstimmung. Ja, auch, Alter. Wer hat den volleren Kulturbeutel? Ganz klar, Alter. Wir erkennen da langsam ein Muster, glaube ich. Mal auf, ey. Direkt die Anschlussfrage. Wer duscht denn wärmer? Wärmer? Ja. Das ist ja mein... Okay, ihr könnt die... Ich bleib gleich so, ihr könnt die Kellen einfach so halten. Ich bleib so. Ja. Wer würde in der Eisdiele mehr Kugeln essen? Boah, ganz klar, ey. Okay. Kurzes Zögern bei Hoffi, aber es ist eine Übereinstimmung. Wer könnte einen Löwen bändigen? Auch eine Beinstimmung, sehr gut. Und wer von euch kommt gerne zu spät? Kann man nie zu spät, oder? Ja, aber allgemein auch im Privatleben wahrscheinlich gemeint, oder? Privatleben. Ja, okay, dann. Jetzt auf einmal rein. Das ist das Einzige. Das ist so schwer. Sehr gut, sehr willkommen. So, einen haben wir noch. Wer hat hierbei mehr Recht gehabt? Das ist keine Übereinstimmung. Aber ich habe recht, oder?
Müssen wir im Nachgang in der Post-Production gucken. Ich glaube, ich hatte. Ja, er hatte mehr. Ja. Also vielen Dank für die erste Ausgabe. Viele richtige Antworten. Wenn ich richtig gezählt habe, müssten es so 15 sein. Boah. Geil. Vielen Dank euch. Danke. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao.